So, Fähre haben wir erreicht. Jetzt müssen wir noch mal gucken, welche Richtung und wo wir hinkommen. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Boot. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Richtung wir fahren müssen und sowas, damit wir da heile ankommen. Bis später. Also die Fähre kommt wohl gleich. Jetzt müssen wir noch kurz warten hier auf dem Steg. Tickets kosten 100 Bar, da irgendwie knapp 2 Euro bis zu den Tempeln hoch. Ist auf jeden Fall ganz geil. Jetzt mal gucken, wie lange das da hochdauert, dürfte nicht so lange sein, eigentlich nur 2 Stopp, ne? 2 Stopp. Mal gucken. Ausgestiegen an einem Tempel und gut angekommen, hoffentlich. Bist erstmal direkt verarscht, wenn du ankommst. Hier. Steigst du aus, kommst an eine Perle und drückst dir erstmal 20 Bar Landing Fee in die Hand. Dann gehst du einfach weiter, rennt die Schreine hinter dir her. So richtige Abzocke, wenn du nach 2 Sekunden Modo da bist. Richtig gut. Aber das Gute ist, hier musst du einfach bloß nett und bestimmt sein und dann sind die alle ruhig oder gehen weg. Oh, jetzt sind wir jetzt mindestens an den Tempeln und gucken uns die mal an. So, wir gehen jetzt ein bisschen die andere Reihenfolge. Also von unten nach unten, oben quasi Tempel. Also erst gucken wir uns den Wat Po an, dann den Grand Palace, dann Wat Arun. Sieht auf jeden Fall schon ganz geil aus. Klamotten, weil wir hier mit kurzen Hosen nicht reinkommen. Okay, anscheinend komme ich hier mit meinen Klamotten über. Nur Frauen mit kurzer Hose nicht. Zurück. Das ist auf jeden Fall richtig krass, das Teil. Weißt du, wie lang das ist? Das Ding. 35 Meter, irgendwie sowas, auf jeden Fall riesig. Und ich weiß nicht, wie viel Meter hoch hier die Decke, das ist bestimmt. Das ist auf jeden Fall richtig krank. Ne? Ja, mit Blattgold verziert, das ist richtig krass. Auch hier die ganzen Wände, alles mit Blattgold angemalt, das ist brutal, das ist übel. Also richtig schön, richtig, richtig schön. So, das hier ist generell noch ein riesen Gelände, also hier werden wir auf jeden Fall ziemlich lange bleiben. Aber zieht euch mal das rein. Das ist die Hinterseite. Das ist abnormal, wie groß das ist. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht davor steht. Also das ist irgendwie krass.
So, es besteht hier irgendwie aus zwei Teilen. Wir gehen jetzt mal in den anderen rüber. An den zwei netten Typen hier vorbei. Hier genau im Mittelend halt. Ich hoffe mal, das ist gut zu sehen. Der Himmel ist so scheiße, bewölkt, dass auf den Fotos die ganzen Farben nicht rüberkommen, weil die Dinger hier alle so richtig gold und bunt sind. Aber irgendwie kommt das nicht rüber. Also auf den Fotos nicht. Hier. Weil so zu spiegeln. Ich hoffe mal, man kann sehen, vielleicht da manchmal ein bisschen runtergehen. Vielleicht kann man jetzt sehen. Die Leute sitzen hier und stehen an, um denen dann an den Mönchen, die da hinten sitzen, dann Essen zu geben und dann werden die gesegnet. Eine Schulklasse oder so, weiß nicht, ob Religionsfahrt, auf jeden Fall Schulklasse. Hier sind auch zwei Schulen auf dem Gelände. Irgendwo ganz am Anfang habe ich eine gesehen, eine richtige Schulklasse mit allen Schuluniformen und sowas. Ist auf jeden Fall total witzig, weil es komplett anders ist als bei uns. Richtig krass. So, wir sind jetzt hier durch und gehen jetzt quasi zum nächsten Tempel. Und mal gucken, was es da gibt. Was man auch mal sagen muss, der Himmel sieht jetzt zwar bewölkt aus, aber laut Thermometer hier in der Ecke gerade sind es knappe 39 Grad. Ein bisschen mehr, 39 Grad und was fällt da. Es ist arschwarm. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier läuft einem die Suppe so runter. Ist auf jeden Fall schon ganz krass, hier musst du dann echt nonstop trinken und relativ im Schatten laufen, wenn man kann, weil sonst wird es hier echt so kochend heiß, dass Kopfschmerzen und sowas hier nicht gut. Aber also ich verpasse es ganz gut eigentlich. Man schwitzt halt wie Sau, aber wenn man einmal sein Gehirn abgestellt hat, dass Schwitzen nicht eklig ist, dann geht's. Ich meine, selbst die Einheimischen schwitzen sich hier zu Tode, dann kann ich das auch. Naja, okay. Bis später. Das ist mein Service. Und den hier abgebe, gibt es ein Gratiswasser. Zack, das ist ein Gratiswasser. Hol dir. Ja, musst du da reinschmeißen. Bei den Temperaturen kann man das so gut gebrauchen, ey. Boah.
Also, wer hier hinkommt, muss, sollte lange Klamotten anziehen, ansonsten braucht er viel Nerven und Geduld und es ist auch scheißen heiß und jetzt darfst du dich hier in so eine XXL-Schlange anstellen. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Dauert wahrscheinlich jetzt ein paar Stunden, bis du da fertig bist. Boah, richtig. Richtig schlimm. Das ist auch falsch so. Jetzt haben wir uns so sexy Hosen geholt hier. Jogginghosen-Style. Damit ist es noch kälter. Weil der ist sowieso schon argen Hitze hier draußen. Aber jetzt sind wir drin. Ab geht's. Draußen in der Sonne sind es mittlerweile 46 Grad. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Zeigt da hinten so ein Thermometer an. Es ist echt heiß in der Sonne. Hier unter diesen Überdachungen geht es, aber sobald man rausgeht, ist echt brutal. Und es sind noch 1 Milliarde Menschen gefühlt. Von daher machen wir jetzt ein bisschen das schnelle Programm. Aber schön ist es auf jeden Fall richtig. Es ist noch krasser als drüben gerade. Hier die ganzen Wände sind hier bemalt. Guck mal hier. Das ist alles handbemalt. Oh, und das ist richtig krank. Alles aus Gold. Sieht super schön aus. Aber irgendwie unvorstellbar, wenn man nicht hier ist wahrscheinlich. Einmal Upgrade-Feeling und zurück. Die wollen alle durch diese kleine Tür und alle anderen wollen rauf. Ist auf jeden Fall richtig geil. So unkoordiniert, mega eng. Alle durch so eine kleine Tür, ist auf jeden Fall richtig geil. So, Platzangst darf man nicht haben und Schweißgefahr von anderen auch nicht. Abartig. So, jetzt einmal Fähre wieder rüber. Letzter Tempel. Gleich regnet es wahrscheinlich. Es ist arg dunkel. Mal gucken. Das sind extrem steile. Treppenstufen. Ja, und der geile Aussichtsplattform da oben
ist geschlossen. Man kann normal bis nach da ganz oben. Richtiger Scheiß. Okay, man kann nicht nach ganz oben. Richtig scheiße. Weil von da oben hat man normalerweise kann man wohl übers komplette Wasser oder den kompletten Fluss klucken. Aber das Glück, was wir immer wieder haben. Bauarbeiten. Instandsetzung. Normal waren die Jungs da. Den ganzen Tag dran rum und dann läuft nichts mehr. So jetzt. Was will man machen? Naja. Hier auf der Haupteinkaufsstraße. Boom! Das war ein Reifen. Würde ich mal schätzen. Krass! Das war ein Reifen, denke ich mal, hoffe ich mal. Auf jeden Fall. Hier ist jetzt die ganzen Shopping Center. Hier. Jetzt mal weiter nach dem MBK Center suchen, das soll mir das größte hier sein. Die drei Etagen oder so mit Essen und danach geht's nach Hause, weil wir fertig sind. Fertig mit der Welt. Total fertig mit der Welt. So, wir sind jetzt ins MBK rein, irgendwie dritte Etage oder so. Hier gibt's echt alles, Schmuck, Uhren. Der Schmuck hier ist wohl echt, die Uhren sind wohl alle gefälscht. Und keine Ahnung, es ist echt riesig hier, also weiß nicht. Guck mal, vielleicht kann ich gleich mal runterfilmen irgendwo, aber warte mal. Ja, ein Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf Etagen mit allem, was das Herz begehrt. Allem, was das Herz begehrt.
So, wir sind jetzt aus dem Kaufhaus wieder raus. Es ist 5 Etagen, absoluter krankste Scheiß. Die haben echt alles, von Klamotten sämtlicher Marken, gefälschte, nicht gefälschte, original, allein eine ganze Abteilung für Elektronik. Du kriegst da jeden Scheiß, wirklich einfach alles, was man sich vorstellen kann. Für, naja, erstmal horrende Preise, aber sobald du dir die anguckst, sind schon 50% runter. Und wenn du noch einmal sagst, nee, will ich doch nicht, dann bist du am Ende bei 70% vom Ursprungspreis runter. Also das geht auf jeden Fall. Das ist richtig krank. Mal gucken, was ich mir noch zulege. Ja. Wir haben uns jetzt Internet fürs Handy geholt, weil das WLAN auf der Wohnung nur unten in der Lobby ist. Das ist ein bisschen kacke, auch relativ langsam. Und ja, jetzt haben wir 5 Euro für 7 Tage Highspeed und Unlimited bezahlt. Richtig krass. Auch günstig. Und ja, also Shopping Center hier, dieses MBK, ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank. Du gehst da durch. Das ist eigentlich wie ein Bazar auf 5 Etagen, wo 10.000 Stände im Sinne von Geschäften sind, wo man echt alleine Elektronikabteilung, 3 Millionen iPads, 3 Millionen Samsung-Handys, auch ein paar asiatische Marken, das ist ganz geil. So, mal gucken, wie viele man davon irgendwann mal wieder in Deutschland sieht. So, aber ist schon echt krass. Also wenn man hier wohnt, brauchst du hier einmal rein und kriegst alles, was du für Elektronik brauchst, für richtig gute Preise. Wir gehen jetzt gleich nach Hause und gucken wir mal, dass wir oben in den Pool kommen. Wir sollen bis 10 Uhr wohl aufhaben, dann probieren wir mal unser Glück. Und ja, dann bis später. Es gibt nichts Geileres hier als diese Säfte. Das ist frisch gepresster Saft von allem, was du haben willst. Das ist Granatapfel. Wir pressen einfach die komplette Granatapfelfrucht hier in so ein Ding rein. Kostet dich da. Granatapfel ist ein bisschen teurer, kostet 1 Euro. Die kleinen davon kosten 20 bis 30 Cent umgerechnet. Die schmecken so mega geil. Das ist abnormal krass. Einfach nur ein Traum. Könnte ich den ganzen Tag trinken. Wir haben gerade mal rausgefunden, wie asozial teuer eigentlich bei uns die Sachen sind. Von den McDonalds oder so. Da kosten, keine Ahnung, was bezahlen wir bei uns für so Chicken McNuggets? Nicht 4 Euro, 5 Euro oder so. Wir haben jetzt gerade hier Streetfood-mäßig Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. 6 Stück für 50 Cent gekauft. 6 Stück für 50 Cent. Haben wir uns noch Frühlingsrollen. Frühlingsrollen. 5 Stück auch für 50 Cent. Das ist ja komplettes, quasi so Mittag, Nachmittag, Snack, Essen. Für 1 Euro gekauft. Das ist richtig krass. Und das gibt es hier eigentlich tagsüber wirklich an jeder Ecke. Mit so diese Street Food-Stände, ist einfach mega geil.
ohne Jungs an der.